Simon und ich haben uns heute überlegt, wir laden euch alle ein in unser Haus, das Verrückte macht. Und wir haben auch noch zusätzliche Gäste mitgebracht. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gesehen. Asterix und Obelix sind mit dabei. Und eigentlich sollte der Präfekt auch noch da sein, aber der lässt mal wieder auf sich warten, ne, Simon? Ja, vermutlich, vielleicht steckt er im Schaufest oder die Galeere ist irgendwie gesunken. Ich weiß es auch nicht genau. Aber Asterix und Obelix haben uns etwas Wunderschönes mitgebracht, einen sehr schönen Videoschnipsel, der dieses Thema Frühjahrsputz auch mal von einer etwas anderen Seite beleuchtet. Und diesen Videoschnipsel, es sind so 2, 3 Minütchen, würde ich gerne zum Einstieg mit euch teilen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Asterix und Obelix dabei gesehen, in dieser, ja, wie wir finden, wunderschönen Parodie, die auf eine sehr skurrile, aber doch unglaublich realistische Art und Weise zeigt, wie es in vielen Organisationen ausschaut. Es wird immer mehr reingepackt, es wird umgestrickt und nachher findet sich überhaupt gar keiner mehr zurecht. Und wir haben gesagt, das passt irgendwie super gut zu dem Thema Frühjahrsputz und Organisationshygiene. Anstelle immer wieder was reinzupacken, mal zu überlegen, naja, was kann eigentlich weg, um den Laden sauber zu halten und der Wertschöpfung dienlich zu sein und nicht immer weitere Beschäftigungstherapie zu betreiben. Ja, ich muss ja auch immer noch nachmachen. Jetzt habe ich mich einigermaßen wieder eingekriegt, aber es war auf jeden Fall... Wir haben uns ja mehrfach die Szenen angeschaut. Es sind ja eigentlich knappe 10 Minuten die Szene und sind halt in diese unterschiedlichen Szenen rein. Und da sind halt irgendwo doch tauchen dann die gleichen Fragen wieder auf. Wie muss es denn jetzt wirklich sein? Ne? Macht das überhaupt Sinn oder ergibt das Sinn, was da passiert? Dient das Ganze denn der Wertschöpfung oder eher sogar genau das Gegenteil? Steht es hier sogar im Weg? Was für Marotten haben sich denn hier eingeschlichen? Und das, was sehr dominant war, ich glaube, das hat man auch gesehen, kann das vielleicht nicht sogar eher einfach weg? Und ja, was haben wir uns denn jetzt eigentlich da so an Prozessen überhaupt eingehandelt? Also ich sage nur rosa, blaue Lila, braunes, gelbes Formular. Ja, also Frühjahrsputz ist angesagt. Genau, und auch mal zu schauen, naja, wo haben wir Spinnweben, wo gibt es vielleicht Prozesse oder Vorgaben, wo quasi, ja, die schon eingestaubt sind, wo gar keiner mehr weiß, wo kommen die eigentlich her, wer braucht die und kann man diese Spinnweben mal entfernen und sagen, nee, hier einmal gut durchfeudeln, den Kercher nehmen, das braucht man nicht mehr, das stört uns einfach nur, weg mit dem Spinnweben und auf wieder zur Wertschöpfung, zur echten Arbeit. Ja, genau, also wie Simon jetzt auch gesagt hat, also es lohnt sich auf jeden Fall, Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch Energie im Unternehmen dafür zu nutzen, dass man die Organisation sauber hält, weil es ist so ein bisschen ja auch wie zu Hause. Zu Hause möchte ich ja auch nicht in meinen Spinnweben oder mit den Krümmeln und dem ganzen Staub sitzen und anderen Dingen, die das Haus zumüllen, sondern in dem Fall in der Organisation sind es ja jetzt eben eher Dinge, die weder der Wertschöpfung dienen, noch auch gesetzlich vielleicht eine Relevanz haben und da einfach wirklich oftmals regelmäßig reinschauen, gucken, kann es weg und oftmals ist es ja sogar auch so, die nerven ja eher diese Dinge, anstatt irgendwas Gutes zu tun. Und wir haben dann auch noch weiter drüber nachgedacht, es ist ja eigentlich auch völlig egal, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist, ein großes Unternehmen, mittelständisch, ob jetzt frisch gegründet, ob jetzt schon gestanden oder auch voll im Wachstum. Es ergibt halt immer Sinn, regelmäßig und gründlich auch einfach genauer hinschauen. Das hatte ich eben auch in unserer Breakout-Session, genauer hinschauen, was haben wir uns in diesen Rucksack reingepackt und auch, was schleppen wir an Methoden, an Tools, Ritualen so mit uns rum. Vielleicht auch noch eine Software und wieder was Neues obendrauf. Und das Spannende ist ja da auch irgendwo, regelmäßig die Frage zu stellen, wenn ich jetzt in der Komplexität, in der ich lebe, in der ich arbeite, ergibt das überhaupt alles Sinn? Und da sind Simon und ich dann auch, das ist so ein bisschen ein Herzensthema von uns,
auf Organisationshygiene halt gekommen, weil es halt einfach so ein riesiges Potenzial hat, Geld, Zeit und vor allen Dingen im Fall von Asterix und Obelix auch einfach Frust zu sparen. Ne? Daher wollen wir auch in unserer Folgesession gleich uns ein bisschen dem Thema XY-Tools widmen. Warum haben wir uns das eigentlich alles eingehandelt? Was davon kann weg? Was soll bleiben? Ne? Und warum soll es das bleiben? Brauchen wir die riesig ausufernden Freigabeorgien oder Reportings überhaupt? Und woher kommt denn das eigentlich? Da mal hinterzuschauen, in den Diskurs zu gehen, mal zu gucken, okay, was nehmen wir da, was bleibt im Rucksack und was kann weg, sodass wir im Bestfall am Ende eine schöne, aufgeräumte Organisation haben, in der es Spaß macht zu arbeiten, in dem wir uns am Markt orientieren können und uns dem auch vollständig widmen können und wirklich nur das Notwendige dabei haben. Genau. Genau, quasi bestens vorbereitet für klasse Zusammenarbeit und ja, vielen Dank.